Grüße euch zu den heutigen Tageskarten vom Freitag, den 3. November 2017. Wir haben zunehmender Mond im Zeichen Stier, Element Erde. Heute ist schon ein Kältetag. Zwischenmenschlich möchte uns der Mondkalender mitgeben: Wer in Ihrem Umfeld kann in diesen Tagen finanzielle Unterstützung gut gebrauchen? Informativ. Manchmal kann es sogar im November Gewitter geben, wenn sich kalte und warme Wetterumstände schnell ablösen. Nach einer alten Bauernregel ist das für die Ernte im darauffolgenden Jahr eine feine Sache. Denn wenn's im November blitzt und kracht, im nächsten Jahr der Bauer lacht. Also dann, wenn wir schon bei solchen Witterungsverhältnissen nichts zu lachen haben, immerhin werden, wenn diese Bauernregel denn immer noch stimmt, die Landwirte sich freuen und letztlich ja auch wir als Konsument. Ja, also wenn man jetzt so an die letzten Jahre denkt, dieses Jahr hat sehr viel geregnet. Letztes Jahr gab es auch eine Zeit, wo es sehr viel geregnet hat. Im Frühjahr war es zu warm und dann kam der Regen und darauf war es ein sehr trockenes Jahr. Und naja, ja, das letzte Wochenende, das Wetter in Hamburg da oben war jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, oder? Mit dem Stürmen und dass da gleich so viel Hochwasser ist, und Züge und alles ausfallen, naja. Okay, wir haben zumindestens das, ja, zeitlich Geschehen so ein bisschen mit aufgefangen. Wir kommen zu unseren positiven Affirmationen unserer Krafttierkarten. Ich übernehme die Verantwortung für meine spirituellen Geschenke. Ich halte meinen lichtvollen Kanal sauber und klar und schütze mich und meine Umgebung zu unser aller Wohlergehen. Ich bedenke jetzt in Ruhe, was zu tun ist und setze es Schritt für Schritt um. Ich handle in meinem Tempo. Ich finde jetzt Ruhe und öffne meinen spirituellen Verbindungskanal nach oben, um mein geistiges Geschenk, eine hilfreiche Botschaft, entgegenzunehmen. Okay, auch für den heutigen Tag haben wir zwei berufliche Karten und drei Liebeskarten. Ich beginne mit der ersten beruflichen Karte. Ja, super, die sechs Stäbe. Der Sieg. Hatten wir diese Woche schon? War das ja Mittwoch? Okay. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, man kann nicht alles auswendig wissen. Im beruflichen Erleben repräsentieren die sechs Stäbe eine Phase des Triumphes und der öffentlichen Anerkennung. Die Widerstände, Konflikte und Herausforderungen der vorhergehenden Karten sind hier erfolgreich umwunden und haben neue Möglichkeiten eröffnet und bisherige Positionen erheblich verbessert.
Damit verbinden sich Möglichkeiten wie Beförderung, bessere Bezahlung, interessante Aufgabenstellungen und dadurch eine tiefere Befriedigung im beruflichen Alltag. Und die nächste hier haben wir Ritter der Schwerter. Im beruflichen Umfeld steht diese Karte für geistige Wendigkeit, Klugheit, Kontaktfreude und eine gute Händlermentalität. Sie zeigt, dass wir geschickt, flexibel und taktisch klug unsere Aufgaben lösen. Im Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, Geschäftspartnern und Kunden drückt sie Redegewandtheit, Geistesgegenwart und geistreichen Charme aus. Sie kann aber auch eine Warnung vor Übertreibung sein, vor eiskalter Raffinesse, Schlitzohrigkeit und skrupelloser Gerissenheit. Zum Thema Liebe. Ja, hier haben wir erstmal die 7 Kelche. Wenn von alles irgendwie zu viel ist, dann, ja, so eine gewisse Fäule macht sich hier breit, die Verderbnis. Und ja, vielleicht hat man hier auch ein bisschen zu sehr aufeinander gesessen und oder das Wetter oder ich manchmal kann ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, leider. Im Bereich der Liebe steht sie für trügerische Gefühle, Schwärmerei und leidenschaftliche Verstrickungen, deren Lösung ein schmerzvoller, ernüchternder Prozess ist. Sie sagt nicht, dass die von ihr gekennzeichnete Beziehung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Wohl aber, dass es höchste Zeit ist, eine vergiftete Atmosphäre zu verlassen. Zur Aufrichtigkeit zu kommen und eine stabile emotionale Basis zu schaffen. Die nächste Karte, hier haben wir den Magier. Hey, Zauberer. Zauberin. In persönlichen Beziehungen verweist diese Karte auf eine Phase starker Faszination und hoher Anziehungskraft. Dabei ist es nicht als krampfhaft Wollen, das zum Ziel führt, sondern der gelassene, fast selbstverständliche Glauben an die eigene Kraft und Fähigkeit. Wie sie nur der harmonische Gleichklang zwischen bewusstem und unbewusstem Willen hervorbringt. Vor diesem Hintergrund entsteht eine enorme Suggestivkraft. Der Magier akzeptiert sich, so wie er ist, und zieht durch seine Ehrlichkeit und Offenheit die Liebe seiner Mitmenschen auf sich. Wow, super, toll. Die nächste Karte, hier haben wir die 3 Kelche, die Fülle. Wasser der Empfängnis, Liebeserfüllung. In unseren Beziehungen verspricht diese Karte Wohlbefinden und deutet auf wahre Hochzeiten hin, in denen wir uns einer liebevollen und harmonischen Partnerschaft hingeben, die zeigt die Dankbarkeit, mit der wir diese Verbindung selbst erleben
und mit der wir einen Zuwachs begrüßen. Naja, wenn er jetzt hier nicht den Zuwachs möchte, dann passt bitte auf. Wenn es natürlich schon passiert ist, freut euch darauf. Es ist ein Geschenk des Himmels. Wenn es passiert, soll es passieren. Ja? Und die Amors Botschaft. Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Und wir kommen zu unserer Schutzengel-Tarotkarte. Und hier haben wir heute die Jubelfeier. Dies ist eine wundervolle Zeit in deinem Leben. Schwierigkeiten lösen sich auf. Und das Licht am Ende des Tunnels ist ein Stern, von dem du dir etwas wünschen kannst. Das Timing ist perfekt, um langfristige Pläne für eine von Freude erfüllte Zukunft zu machen. Du kannst darauf vertrauen, dass die Dinge sich wunderbar entwickeln werden. Die Zeit ist gekommen für Dankbarkeit und Freude. Der Stern, den du auf dieser Karte siehst, ist das Licht am Ende des Tunnels. Probleme verschwinden und wundervolle neue Erfahrungen stehen dir bevor. Beziehungen, die in der Vergangenheit problematisch waren, leben jetzt auf wunderbare Weise wieder auf. Deine Engel ermutigen dich zu großem Optimismus und Hoffnung. Vertraue dir selbst und wisse, dass deine jüngsten Ideen oder neu gefundenen Inspirationen von Gott gesandt sind und Früchte tragen werden. Dies ist eine gute Zeit, langfristige Pläne für die Zukunft zu machen. Sieh diese Karte als die Kerze auf einem Geburtstagskuchen. Schließe deine Augen, lächle und wünsche dir was. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: neu erwachte Begeisterung, spirituelle Freude, manifestierte Träume, auf deine innere Führung hören. Okay, vertraue deiner inneren Stimme. Und wir haben hier die Engelenergie, Schutz. Die Kraft des Schutzes wird durch die Dreiheit Mensch, Engel, geistige Welt aktiviert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Tschüss.